Nach der Schlusssirene herrschte ausgelassene Stimmung im Fuchsbau. Die Spreefüchse schossen den TuS Linford am Samstagabend mit 35:22 regelrecht aus der Halle. Linford hat vielleicht auch ein bisschen aufgegeben, nachdem wir 10 Tore vorne lagen, und wir haben richtig aufgedreht. Bei den Gästen aus NRW lief es in diesem Jahr noch nicht wirklich rund. Erst am letzten Wochenende konnten sie den ersten Sieg gegen die TG Nötigen einfahren. Dass sie ausgerechnet in Berlin auf ihre mit Abstand beste Torschützin Lois van de Waal verzichten mussten, spielte ihnen natürlich alles andere als in die Karten. Etwas überraschend war daher die starke Anfangsphase der Gäste. Ein schneller 6:1-Lauf sorgte bis zur 12. Spielminute für eine 8:5-Führung. Mit der Einwechslung von Torfrau Annabel Krüger drehte dann aber der Wind. Von nun an kamen die Linforter nur noch selten erfolgreich zum Abschluss. Die Torflaute der Gäste blieb natürlich nicht ungenutzt und so konnten die Spreefüchse bis zur Halbzeit eine knappe Führung herausspielen. Torschützin zum Pausenstand von 13:11 war Simona Kolosowe, die vor wenigen Tagen zusammen mit Leona Svirakova eine einjährige Vertragsverlängerung bei den Spreefüchsen unterzeichnete. Die erste Halbzeit lief nicht nach unseren Erwartungen. Wir hatten die Vorgabe, nur 10 Gegentore zuzulassen. Wir haben 13:11 in der ersten Halbzeit gespielt, demnach haben wir unser Ziel nicht erreicht. Ein Umstand, über den Susan Müller nach dem Spiel sicherlich hinwegschauen konnte. Denn was nach dem Wiederanpfiff folgte, war Tempohandball vom Feinsten. Die Spreefüchse versenkten Bälle im Minutentakt, von den Gästen war in dieser Phase nichts mehr zu sehen. Erst nach 8 Minuten in der zweiten Hälfte und bei einem Zwischenstand von 20:11 gelang Mie Isachsen der Anschlusstreffer für Linford. Bremsen ließen sich die Berlinerinnen davon aber nicht mehr, nur 5 Minuten später stand es bereits 26:13. Die zweite Halbzeit war bis hier also ein absolutes Schützenfest. In den letzten 15 Spielminuten kehrte dann zwar wieder etwas Normalität ein, das Endergebnis sollte mit 35:22 dennoch mehr als eindeutig ausfallen. Der letzte Treffer dieser fulminanten Partie war dann nochmal ein besonderer. Sophia Matisek erzielte ihren ersten Treffer für die Spreefüchse. Wir sind wie ausgewechselt aus der Kabine gekommen, haben schnellen Tempohandball gezeigt, viele Wölfe sind ins Tor gegangen und schlussendlich haben wir echt super viele Tore nach meiner zweiten Halbzeit gemacht. 22, um genau zu sein. So kann es doch nun weitergehen, am besten direkt beim nächsten Auswärtsspiel am Sonntag in Leipzig. Doch bis dahin hier noch ein paar schöne Tore und Paraden von diesem Spieltag.